Hallo zusammen, wir spielen Surviving Mars mit dem DLC Green Planet. Und es wird langsam zu grün. Ja, mitten in unserer Kolonie hier wachsen einfach viel zu viele Bäume. Es ist einfach unübersichtlich. Ich habe jetzt in der Aufforstfabrik die Bäume mal deaktiviert. Research und complete. Gesagt, hier sollen erstmal nur Büsche wachsen. Muss ich mal schauen, ob die jetzt absterben dadurch oder abgeerntet werden, denn die Bäume produzieren ja Samen, da meine ich momentan genug. Forschung abgeschlossen. Wasserextraktion aus der Tiefe. Ja, Forschung können wir uns gleich mal anschauen. Als nächstes habe ich hier ein paar richtig tolle Projekte drin. Ich habe mir jetzt gedacht, wir ziehen mal Terraforming bis nach unten durch. Nukleares Terraforming. Dann kommen die Megasatelliten. Ja, und das war's schon. Dann kommt Schwerkrafttechnik, Verjüngungskur, dann kommt schon wieder hier die Biotech-Ingenieurwissen. 12.800 Forschungspunkte und 19.200 Forschungspunkte. Die müssen wir jetzt erstmal zusammenbekommen. Aber ich habe gesehen, wir haben hier Missionsziele. Wenn wir Terraforming Gesamtfortschritt von 35% erreichen, bekommen wir eine Belohnung von 10.000 Forschungspunkten. 35%, das haben wir bald erreicht, denn Temperatur hat jetzt sozusagen 10% Vorsprung und unsere Vegetation ist auf einem guten Weg. Ich habe beide Raketen wieder losgeschickt, Saatgut zu verteilen, das gibt dann nochmal 10% und dann wird es nicht mal lang dauern. Dann haben wir unsere 35% und unseren Forschungsbonus. Ja, es gab noch eine Meldung, ein giftiger Regen wird in naher Zukunft eintreffen. Der wird dann alles Leben, ich will nicht sagen auslöschen, alles Leben erschweren. Da wo Leben ist, so wie hier, die Bodenqualität halt verschlechtern und wie hier, wo jetzt überhaupt nichts ist, da entstehen weiter giftige Seen. Da müssen wir einfach aufpassen, dass es hier nicht zu giftig wird. Aber hier schön zu sehen, unsere beiden Aufforstfabriken, die laufen und es wachsen hier weitere Bäume. Weitere Bäume für Saatgut. Ja, schauen wir mal, was können wir denn heute mal so machen? Gucken wir mal drüber, was haben wir denn noch nicht gebaut? Eine unterirdische Heizung brauchen wir nicht. Diese Bürste brauchen wir nicht unbedingt. Ja, die ist dafür da, um, sagen wir mal, von unseren Solarpanelen den Staub zu entfernen. Kostet aber wiederum 1,8 Energie und Wartung. Naja, also wir können sie ja mal bauen. Einfach mal das, was wir gebaut haben. Ich hatte es schon mal fast gebaut, hat es dann wieder abgebrochen. Komm, wir setzen die jetzt einfach mal her. Und dann gucken wir mal, wie das Gerät funktioniert. Ja, die Bürste dann wohl mit einem Art ja Impuls. Müssen wir mal schauen. Aber Strom hat sie direkt bekommen hier. Von den Solarpanelen. Laufen tut's. Kostet wieder 5 Strom. Eieiei. Naja. Also noch einmal. Die Bürsten war ja nicht sauber. Na, jetzt können wir mal beobachten. Na gut, giftiger Regen in 2 Stunden. In 1 Stunde. Ich habe jetzt maximale Geschwindigkeit, also nicht wundern, dass hier wirklich alles schnell abläuft. Denn momentan ist eigentlich bloß abwarten, alles managen, gucken, dass alles läuft und da kommt jetzt der giftige Regen.
Schönes Bild hier. Die Schornsteine so lange dampfen. Muss ich doch gleich ein Foto machen. Ich kann da einfach nicht anders. Nee, das hat schon gepasst ja so. Ist auch eine richtig schöne Spielerei mit den Screenshots machen. So, Vegetation verbreiten. 31%. Giftiger Regen, Dauer 5 Stunden. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, ob hier irgendwas... irgendwas vielleicht sogar noch abnimmt. Ah, funktioniert nicht während eines giftigen Regens. Die Aufforstfabriken, die offenen Farben, die sind wohl alle jetzt deaktiviert. So, sehr schön. Ja, 35% im Durchschnitt. Hier haben wir es erreicht. Hier haben wir 12% offen. Wenn wir die jetzt, sagen wir mal, hier dazu rechnen, sind wir auch bei 35. Fehlen noch ein paar Prozentchen. Das bekommen wir noch hin. Vegetation verbreiten. Ach ja, wir haben jetzt auch wieder neue Option, dass wir Regen. Wie nennt sich das? Expedition. Ja. Nannte sich. Hey, jetzt haben wir es. Wolkensaat. Löst Regenfälle aus, welche die Bodenqualität verbessern und den Pflanzen gut tut. Schicken wir mal die Rakete dahin. So, Ressourcenauge drauf. Alles im grünen Bereich. 1000 Nahrung. Passt, Polymere, ja. 150, da haben wir jetzt zu tun, dass wir das halten können. Maschinenteile, elektronische Geräte, alles okay. 1000 Treibstoff, in Treibstoff haben wir eigentlich zu viel. Da können wir gucken, dass wir vielleicht eine, zwei Fabriken ausmachen. Schauen wir mal. Produktion pro Summe 17. Stromverbrauch 15. Nee, wisst ihr was? Ich lasse die an. Wir haben sie jetzt gebaut. Da baue ich mir lieber noch ein paar Treibstoff-Depots. So, die ist auch soweit. Auf Expedition schicken. Jetzt geht es nämlich richtig los hier. Guckt, hier unten haben wir noch Saatgut. Vegetation verbreiten. Wird jetzt alles abgearbeitet. So, Lager, Lager, Lager. Nahrungslager. Treibstoff. Treibstoff wollte ich machen. Ich überlege gerade, ob das überhaupt notwendig ist. Lagerung 4000 verbraucht ein Strom und Wartung Maschinenteile. Nee, ich baue es erstmal nicht. Depot. Treibstoff. Setzen wir einfach noch ein paar Treibstoffdepots hin. Und gut ist.
Das sollte erstmal wieder reichen. Ah, guck mal, jetzt sind unsere Solarkollektoren hier richtig schön sauber. Ich glaube, das macht sich doch bezahlt. Atmosphärischer Effekt minus 14. Heißt das jetzt, weil wir Wolkendecke haben? Sehen wir denn schon irgendwas? Wolken? Jetzt rausscrollen? Nee, da sehen wir gar nichts. Ich schaue gerade mal durch, ein Shuttle Hub, das habe ich noch nicht gebaut, das wollte ich noch bauen. Und zwar mal hier nahe den Raketen. Sehr schön. Jetzt haben wir die Shuttles. Drei Stück, wie ich das sehe. Sehr schön. Jetzt haben wir ja auch Mobilität in der Luft. Shuttles. 3 von 6. Da muss er stehen. Shuttle bauen. 5 Polymer. So, bauen wir mal 3 Stück. Dann haben wir 6 von 6. Ich muss mal gucken, um was die sich kümmern. Hier hinten kreisen sie rum. Wieder was erledigt. Wieder was. So, schauen wir noch mal in die Bauliste. Was man denn noch alles bauen können? Oft skillig hier im Forschungsbaum und es kommen doch hin und wieder ein paar neue Fabriken oder Module, die ich einfach nicht gleich raffe, wo ich einfach mal später schauen muss, was neu dazugekommen ist. Großer Sauerstofftank, ja, hat man hier noch einen Wassertank. Hydrokulturen, das ist alles alt. Complete. So, was haben wir erforscht jetzt? Nukleares Terraforming. Polkappen schmelzen. Da haben wir es 35% Ziel abgeschlossen. Polkappen schmelzen. Machen wir wohl auch über das Expeditionsmenü. Ja, da regnet die Wolkensaat. Hier oben. Polkappen schmelzen. Da brauchen wir 400 Treibstoff. Ergebnis 20% Wasser und 10% Atmosphäre. Sehr schön. 400 Treibstoff.
Na gut, dass wir 1000 haben. Also, Treibstoff im Bunker. Den brauchen wir irgendwann mal zu Genüge. Da schickt man die gleich hin zum Polkappenschmelzen. Ein Sol 16 Stunden. Oh, die Rakete geht verloren. Abbrechen. Okay, das machen wir doch nicht. Dann würde ich sagen, wir lassen erstmal Exporte zu, schicken die nochmal zurück zur Erde, holen ein paar neue Kolonisten hoch. Und verdienen etwas Geld, um uns erstmal noch ein, zwei Raketen zu kaufen. Ja, 72 Arbeitsplätze frei. Ich brauche hier unbedingt mehr Kolonisten. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt machen könnte, dass sie hier sich ja, schneller fortpflanzen. Grob gesagt, Geburten sind erlaubt und denen geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Geburtenschwelle 70, Komfort. Ah, hier haben wir das Problem. Der Komfort. Ich dachte, hier oben ist Komfort. Wartet mal, da müssen wir... Was brauchen sie denn? Fehlende. Glücksspiel, Luxus und Spielen wollen sie. Und nicht im Betrieb gibt es auch noch welche. Glücksspiel. Wir haben doch irgendwo... There are Earthsick colonists. Ein Casino gehabt. Wo ist denn das hin? A colonist has died. Luxus, Gaming, Glücksspiel und Sozial. Das baue ich jetzt ja her. Passt nicht. So, ich hau jetzt hier den Komfort hoch. Die Kuppel, die ballern wir jetzt hier mit Kolonisten voll, dass wir hier mehr Geburten bekommen. So, was hat denn denen noch gefehlt? Luxus, Medizincheck. Medizincheck. Krankenstation. Ja, bekommt er alles. Wir brauchen zwar Arbeitskräfte, aber was soll's. So, damit reingequetscht. Keine wiederkehrenden Kältewellen mehr. Selbstmord reinlegen. Wasser, Elektrizität, ja, die ist ein bisschen mau. Momentan hält uns hier nichts auf. Es geht hier richtig gut voran. Wir verdienen Geld, außer der Kolonisten. Die wollen einfach sich nicht hier vermehren. Resources are low. Trainieren wollen sie, passen auf, trainieren. Jetzt bauen wir alles, was die haben wollen. Trainieren sozial, das bauen wir mit hin. Lacht, wenn das hier nicht herpasst.
Ja, bloß keiner zu Hause. Von 64 Kolonisten und giftiger Regen in meinem Marsch. Nicht genug Strom. Ah, das. Was ist denn jetzt los? Minus 155. Das ist auch aus. Was ist denn jetzt hier los? Was haben wir denn gebaut, was so viel Strom frisst? Das Casino? ...71 in Klammern 30 Strom. Das ist ja verrückt. Meteor incoming. Das Casino 5. Meteor. Was hat er denn erschlagen? Hier haben wir noch einen. Hier haben wir Schrott liegen. Eine gute Drohne. Hier liegt da auch eine Schrottdrohne, oder? Funding received. Sehr schön. 44 Bewerber da. 32 nehmen wir gleich mit. Abwarten, weil hier steht immer noch fehlende Servicegebäude trainieren. Das kann aber nicht sein. Jetzt geht's weg. Durchschnittlicher Komfort 58, 59. Spielen fehlt noch. Spielen fehlt. Meteor Shower incoming. Kindertagesstätte. Ich glaube, die habe ich schon hier drin gebaut. Ein Spielplatz. Den haben wir noch nicht gebaut. Genau. Kindertagesstätte mit einem Kind. Meteoritensturm, da bin ich mal gespannt, wo der runterkommt. Hauptsache nicht in der Basis. Colonists are departing. Und noch 3 freie Arbeitsplätze. So, auf Expedition, Vegetation verbreiten. Das wollten wir noch alles. There are earthsick colonists. Alles abarbeiten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir. A colonist has died. Sterben ja echt viele. Selbstmord. Strom haben wir immer noch nicht im Griff. Irgendwo habe ich hier einen gewaltigen. Ah, nee, ich habe gegen einen gewaltigen Stromfresser. Es fehlen einfach hier die Kolonisten. Beziehungsweise die Arbeiter.
Oh je, ich hab's gewusst. Noch. Wie lange geht das? Oh, zwei Souls geht ja. Eieiei. Oh, solange Vita hier oben einschlägt, ist das alles okay noch. Aber ich habe die Befürchtung, dass es irgendwann auch mal in der Base einschlägt. Meteor incoming. New colonists have arrived. Meteor incoming. Oh oh. Jetzt geht's das Eingemachte. Jetzt kommt's wirklich langsam sehr nah. Incoming. Boah. Voll in den Turm rein. Incoming. Carbonatprozessor. Meteor incoming. A colonist has died. Der hat zerschlagen oder was? Jetzt haben wir mich hier schön auf die Kuppel drauf. Leck entdeckt. Lebenshaltung durchtrennt. Stromnetz durchtrennt. Eieiei. Brüche. Leck. Meteor incoming. Wie lange geht's da noch? Ein Sol, 9 Stunden. Hälfte haben wir fast. Ich hoffe mal, die Drohnen, die sind ja fleißig am Arbeiten. So, die schicken wir gleich wieder zurück. Meteor incoming. Raketen statt fehlgeschlagen. Eine Wartung durchführen. Okay. Jetzt läuft es hier überhaupt nicht mehr gut. Und hier mitten rein. Eieiei. Und hier, knapp neben der Rakete. Meteor incoming. Ah, ist kurz liegen geblieben. Ein Metallvorkommen. Meteor incoming. Meteor incoming. Ah, schade. Wollte jetzt mal hier einen Fotomodus aktivieren mit dem Einschlag. Das klappt nicht so ganz. Ja, mittendrin ja. Nach 17 Stunden, dann haben wir es überstanden. Wie sieht's aus? Polymer nimmt ab. Weil halt so viel repariert werden muss. Oh, voll in die Windräder eingeschlagen. Gleich noch einen giftigen Regen hinterher. Meteor incoming. Oh je. Das nächste Leck.
So, 6 Stunden geht er noch. Ey, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Und ich muss das erstmal wieder alles reparieren, alles auf die Beine. Auf die Beine stellen, was hier zerstört wurde. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.